Ja, Herr Kollege Gutting, Sie hätten wahrscheinlich meine Zwischenfrage doch zulassen sollen, denn ich bin wie Sie genauso entsetzt über den Vorgang Hohmann Dennert, weil ich Frau Hohmann Dennert übrigens ganz anders, viel klüger und viel anständiger mal kennengelernt habe und weiß, dass das jetzt zu diesem, das muss man hier auch mal sagen, sie war als Verfassungsrichterin dann wirklich ein Gewinn, um diesen Quatsch da mitzumachen. Da hat sie sich, glaube ich, selbst biografisch sehr geschadet. Aber ich will eins Ihnen nicht durchgehen lassen. Eins will ich Ihnen nicht durchgehen lassen, dass Sie das mit einem Spin auf die Mitbestimmung lenken. Denn ich kann Ihnen nur eins sagen, dass es die Mitbestimmung in viel zu kleinen, rudimentären Ausmaßen in Deutschland gibt, ist in vielen Fällen, gerade im Bereich der Finanzwirtschaft, bei den Sparkassen, oft ein Segen gewesen. Nicht immer, auch da gibt es Fehlentscheidungen. Aber ich will Ihnen nur sagen, die Deutsche Bank hat keine Mitbestimmung. Und da waren es nicht die Mitbestimmungsorgane, die Transparenz und dann schließlich auch die kritische Öffentlichkeit mobilisiert haben, sondern es war die Staatsanwaltschaft, die mehrfach einrücken musste für Dinge, die wirklich unerträglich sind im Zusammenhang mit diesem Namen Deutsche Bank. Und deswegen tun Sie uns einen Gefallen, ich glaube auch hier für die Sozialdemokraten und unsere Fraktion Teil der Grünen mitreden zu können. Versuchen Sie es nicht zum Thema der Mitbestimmung. Die Mitbestimmung, die Transparenz, die Arbeitnehmerbank muss in Deutschland gestärkt werden. Und die Willkür der Aktionäre ist schon viel zu groß. Dankeschön. Sie haben das Wort zur Erwiderung.